Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir eine Debatte geführt. Da hatte der Krieg noch nicht begonnen und Sie haben trotzdem schon gestritten auf sehr unterschiedlichen Positionen. Ich bin sicher, die werden sich heute wieder unterschiedlich anhören. Herzlich willkommen die linken Politikerin Sarah Wagenknecht und der ehemalige Bundesinnenminister der FDP Gerhard Baum. Einen schönen guten Abend. Hallo. Herr Baum, wir kommen gleich auf den Krieg in der Ukraine, aber wir können in diesen Tagen nicht über das hinweggehen, was wir jeden Tag jetzt sehen aus dem Erdbebengebiet in Syrien, in der Türkei. Und Sie sind eben als jemand, der für die Menschenrechte weltweit kämpft, eben auch befasst mit der Türkei. Sie waren unterwegs, Sie kennen die politischen Verhältnisse vor Ort. Wir wissen jetzt, dass diese Menschen dort Opfer von Natur einer Naturkatastrophe geworden sind. Haben Sie das Gefühl, die werden auch Opfer von politischen Entscheidungen? Das kann sehr leicht sein, dass also diese Situation politisch missbraucht wird. Aber was hier wieder sichtbar wird, ist, dass autoritäre Regime auf solche Naturereignisse nicht gut reagieren und auch nicht gut vorbereitet sind. Nehmen Sie mal die Reaktion von China auf Covid. War doch hilflos. Sie haben einmal unterdrückt, dass das Virus da war. Dann haben sie Lockdown gemacht, haben ganze Städte stillgelegt. Das wäre in einer Demokratie nicht passiert. In einer Demokratie hätte es offene Meinungsbildung gegeben. Hätte sich die Demokratie sich ganz anders gewehrt. Also ich will jetzt nicht rechthaberisch erscheinen, aber bei einer Demokratie wären mehr Vorkehrungen getroffen worden, nehme ich mal an. Obwohl ich bei dem Ahrtal Ereignis schon zögere, nicht? Auch wir sind ja da in Situationen gekommen. Aber es gibt noch was. Millionen von Flüchtlingen aus Syrien leben in Behelfsunterkünften. Und die genau sind in dieser Region. Die sind wirklich arm dran, die sind alle zerstört. Sie sitzen in der Kälte und das ist eine Folge des Krieges. Eine Folge des Krieges Assad mit Putin. Putin hat ja schon die syrischen Städte zerstört. Also wir haben es hier mit einer Gemengelage zu tun, wo autoritäre Regime eine große Rolle spielen. Und Erdogan ist natürlich ein autoritärer Mann, der seine Justiz benutzt, um die Opposition kaltzustellen. Und der in drei Monaten vor einer Wahl steht. Ja, und möglicherweise wird er das versuchen zu benutzen. Und da muss man sehr aufpassen. Gut, dann werden wir sehen, was passiert vor Ort. Wir blenden auch hier nochmal die Spendenkonten ein, weil viele Menschen helfen wollen. Das auf jeden Fall ist ein schneller Weg, das zu tun. Wir reden über den Krieg in der Ukraine. Wir haben das hier vor einem Jahr getan. Herr Baum, Ihr Großvater ist aus Charkiw. Das haben wir damals schon besprochen. Ihre Mutter ist Russin. Wie sehr geht Ihnen dieser Krieg immer noch persönlich nah? Also er berührt mich emotional unheimlich stark. Also ich habe eine innere Beziehung zu Russland, zu den Russen. Ich weiß, Putin, Russland ist nicht Russland. So denken nicht die Menschen. Jedenfalls die Menschen, die eine klare Information haben, sie werden ja verführt. 500.000 Russen haben das Land, vor allen Dingen junge Leute, begabte Leute, das Land verlassen. Sie wollen nicht in einer Diktatur leben. Also ich habe eine innere Beziehung zu Russland wie viele Deutsche. Und ich bedauere, dass es zu dieser Situation gekommen ist, die uns entfremdet. Aber entfremdet eigentlich nur von dem Putin-Regime. Hier ist ein Mensch zugange, der bestimmt, wie Russland jetzt aggressiv weltweit auftritt. Einer, unkontrolliert durch kein Politbüro. Und das ist eine Anknüpfung an den Stalinismus. Wissen Sie, wir haben mit den Sowjets am Ende viel besser zusammengearbeitet als am Anfang. Wir haben Verträge gemacht. Die haben Verträge auch gehalten. Heute ist ein vertragsloser Zustand, ein gesetzloser Zustand. Und wir haben Herrn Putin unterschätzt, Frau Wagenknecht, genau vor einem Jahr saßen wir hier zusammen. Sie beide haben debattiert, da hat der Krieg noch nicht begonnen gehabt, aber Sie hatten damals ganz sicher gesagt, Russland will nicht in den Donbass einmarschieren. Wie kann es sein, dass Sie sich so geirrt haben? Na, ich habe gesagt, Sie haben kein Interesse, in die Ukraine einzumarschieren. Ich habe allerdings damals schon darauf hingewiesen, dass die Situation sehr gefährlich ist. Und es ging ja immer darum, die Russen haben deutlich gemacht, das kann man legitim finden oder nicht, darüber will ich gar nicht diskutieren, aber sie haben immer deutlich gemacht, dass sie nicht akzeptieren werden, dass die Ukraine ein militärischer Vorposten der Vereinigten Staaten wird.
Und dass Sie das im Notfall militärisch verhindern würden. Das habe ich auch damals immer wieder thematisiert. Deswegen war ich ja immer dafür, dass man da Kompromisse macht. Ich bin auch nach wie vor überzeugt, dieser Krieg wäre verhinderbar gewesen, wäre vermeidbar gewesen. Das sagen viele internationale Experten. Aber jetzt tobt dieser Krieg seit einem Jahr. Und ich finde, jetzt ist es müßig zu sagen, was wäre damals gewesen. Sondern die Frage, die ich mir stelle, ist, was können wir heute tun, um diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden? Ja, und das sind nicht Kampfpanzerlieferungen. Das sind nicht Kampfjets, sondern das wäre eine diplomatische Initiative, weil alle führenden Militärs, und ich finde, das wird in der deutschen Debatte viel zu wenig zur Kenntnis genommen, der oberste General der USA und viele andere sagen, keine Seite kann diesen Krieg militärisch gewinnen. Er wird am Ende am Verhandlungstisch beendet werden müssen. Und dann frage ich mich, ja, warum dann nicht heute, warum dann übermorgen oder in 3 Jahren? Jeden Tag sterben Menschen. Die Eskalationsgefahr, die auch uns betrifft, ist riesengroß. Verdammt nochmal, machen wir endlich Friedensinitiativen, versuchen wir, Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, statt immer weiter durch Waffenlieferungen zu eskalieren. Darf ich eine Nachfrage stellen, bevor wir in diese Debatte wirklich richtig einsteigen? Ganz kurz, das würde mich wirklich interessieren, weil Sie gerade gesagt haben, es gibt legitime Interessen Russlands, eben auch in Bezug auf die Ukraine. Das, was wir jetzt jeden Tag sehen, also täglich Bombardierung von Zivilisten, täglich Bombardierung von Städten. Absolut gesetzt. Die hunderttausenden Soldaten Russlands, die da reingeschickt werden. Grauenvoll. Ganz kurz, die Frage war ja noch nicht da. Ist das noch das legitime Verteidigen von Interessen oder das Verteidigen angeblich legitimer Interessen? Oder ist das einfach eine Eroberungswut eines Wladimir Putins? Wie würden Sie das nennen? Das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Für den gibt es keine Rechtfertigung. Ich habe nicht gesagt, dass dieser Krieg gerechtfertigt ist. Ich lehne Kriege grundsätzlich ab. Warum hört ich finde, dass man nie einen Grund hat und nie ein Recht hat, dass ein Staat nie das Recht hat, seine Interessen militärisch durchzusetzen. Aber jetzt tobt dieser Krieg. Mhm. Und jetzt müssen wir, denke ich, und da ist der Westen in der Pflicht, auch alles dafür tut, ihn zu beenden. Und es gibt ja genügend Anhaltspunkte. Zum Beispiel hat der ehemalige israelische Ministerpräsident Bennett hat vor kurzem ein Interview gegeben, hat darauf hingewiesen, dass der Krieg im Frühjahr hätte zu Ende sein können, dass es Verhandlungen gegeben hat, weil immer gesagt wird, Putin verhandelt nicht, dass sogar die russische Seite zu erheblichen Zugeständnissen bereit war und dass es der Westen, sprich die vor allem die USA und Großbritannien waren, die damals den Friedensschluss, der in greifbarer Nähe war, blockiert haben. Das sagt der ehemalige israelische Ministerpräsident. Also wenn Sie darauf Ihre Forderungen, so sehnsuchtsvoll ich auch auf Frieden blicke, ja, und so sehr ich bedauere, dass wir uns hier über Waffen unterhalten. Die Folge des Angriffskriegs ist übrigens, dass überall aufgerüstet wird, nicht? Es werden Kanonen gebaut und keine Brunnen. Aber ihre Analyse geht an der Realität vorbei. Der Putin ist nicht friedensfähig. Sein Motiv ist ja Aggression. Er hat 20 Jahre regiert. Was hat er eigentlich für ein Konzept für sein Land? Wohin wollte er es führen? Er hat in den letzten Jahren die Demokratie erstickt und er hat aggressiv gehandelt im Donbass, in Georgien. Und seine Aggressivität ist ideologisch begründet. Er sagt, ich kämpfe gegen den gottlosen Westen. Ich habe ein anderes Konzept. Ich brauche Großrussland. Ukraine gehört zu uns. Also er bezieht sich auf die Eroberungskriege von Peter dem Großen. Nicht? Also er ist in einem Denkmuster, das ihn friedensunfähig macht. Er hat nichts anderes als den Krieg. Also wenn ich die russische Er hat sein Land ausplündern lassen von den Oligarchen und er hat nichts gemacht, um Russland zu stabilisieren. Die Tatsache, dass die Russen jetzt praktisch ökonomisch absacken, es sind nicht nur die Sanktionen, sie sind auf dem ökonomischen Niveau von Portugal. Also der Mann hat eine Aggressivität, das ist das Lebensziel. Er will den Westen auseinanderbringen, er kämpft gegen unsere Lebenswerte. Er hat die UNO-Charta verletzt, als Mitglied des Sicherheitsrates. In der UNO-Charta steht in Artikel 1,
Wir wollen die Geißel des Krieges bekämpfen, mit Frieden und mit Menschenrechten. Und das hat er mit den Füßen gedreht. Er hat jeden Vertrag gebrochen, alle Verträge gebrochen. Er hat die Charta 90 gebrochen mit dem KZE-Prozess. Wie halten Sie diesen Mann für friedensfähig? Ich habe keine Sympathie für Putin, um das mal sehr deutlich zu sagen. Ich habe auch keine Sympathie für den russischen Oligarchenkapitalismus. Es liegt mir fern. Ich halte nur die Erzählung, dass in der Ukraine die Freiheit und die Demokratie verteidigt wird und dass dort sozusagen Demokratie gegen Autokratie kämpft, das halte ich für eine falsche Erzählung. Was machen denn die Leute, die ihr Leben opfern? Der russische Oligarchenkapitalismus gegen den ukrainischen Oligarchenkapitalismus. Die sind beide ein korruptes System. Warum ist die Ukraine? Das ist eine Demokratie, die aufwächst. Warum opfern die Menschen denn ihr Leben? Es gibt doch genügend Analysen, auch schon in der Vorkriegszeit. Warum ist die Ukraine nie auch nur Kandidat der EU geworden? Frau Wagenknecht, würden Sie denn sagen, wenn zwei, ganz kurz, gesagt ich folge dem Argument, wenn Sie sagen, zwei korrupte Oligarchien bekämpfen sich gegenseitig, sollen wir uns als Westen raushalten? Nein, ein Land wurde überfallen, das andere hat dieses Land überfallen. Dafür gibt es allerdings eine Vorgeschichte. Wir sollten alles dafür tun, diesen Krieg zu beenden. Das ist auch unsere Aufgabe. Das tun wir nicht, indem wir immer mehr Waffen liefern. Und weil sie jetzt noch mal gesagt hat, nicht friedensfähig. Also selbst die Rand Corporation, die ja nun also am Pentagon relativ nah dran ist, bestimmt nicht aus Traumtänzern und auch nicht aus Pazifisten besteht. Die Rand Corporation hat jetzt die beiden Administrationen aufgefordert, endlich davon abzurücken, auf einen langen Abnutzungskrieg zu setzen mit immer mehr Waffenlieferungen, hat gesagt, es muss jetzt auf Verhandlungen gesetzt werden. Gut, dann bleiben wir bei dem Argument und fragen. Wenn selbst die Rand Corporation sagt, wir müssen jetzt verhandeln, Frau weil Wagen, die Eskalationsgefahren wir sind nicht die so Rand groß Corporation, sind. Wir diskutieren Nein, ich hier bin auch sonst nicht? Eigentlich kein Fan der Rand Corporation, aber Sie können doch nicht so tun, als seien das völlig absurde Argumente. Hier tobt ein Krieg, wir liefern immer mehr Waffen. Unter welchen Bedingungen wollen Sie denn Frieden schließen? Unter welchen Bedingungen? Natürlich muss es was wollen ein Sie den Ukrainern eigentlich zumuten? Ja, was wie, ist das, eine Zumutung, Putin, einen Krieg über Jahre zu führen? Putin, das ist doch Sie eine gerne, Zumutung. Jeden Tag sterben hunderte Menschen. Wie lange soll Herr Putin das noch so weitergehen? Wie will er eigentlich vor seinem Volk rechtfertigen, dass er 100.000 Leute geopfert hat? Wie will er das denn darstellen? Ich meine, was ist doch, denn sein Kriegsziel? Es gibt doch vom sein Vatikan. Kriegsziel ist die Vernichtung der Ukraine. Er sagt, das sind die Nazis. Und er beschuldigt uns, das empört mich zutiefst, dass wir diese angeblichen Nazis in der Ukraine auch noch unterstützen. Es gab im das gibt mir die Gelegenheit, darf ich Sie ganz kurz einmal ganz ausgehandelten Friedensschluss, da hat Foreign Affairs, die amerikanische Zeitschrift darüber berichtet, diese Friedensinitiative im Frühjahr war, die Russen waren bereit, sich zurückzuziehen hinter die Linien des 24. Februar, also hinter den Anfang. Und jetzt? Dafür hätte die Ukraine darauf verzichtet, NATO-Mitglied zu werden. Das war damals so gut wie ausgehandelt und auch der türkische Außenminister, so, einen ganz kurzen Punkt mache ich jetzt da drinnen. Der Westen hat es blockiert. Weil wir das eine mit dem anderen. Was haben Sie eigentlich gegen die NATO? Mit dem anderen, ganz kurz, eins mit dem anderen. Es geht doch nicht darum, was ich gegen die NATO habe. Ich möchte diesen Krieg beenden. Ich ganz kurz. Nicht, jeder will den Krieg Menschen beenden, sterben. Nicht nur Sie. Ich möchte gerne, ganz kurz, wenn Sie mir erlauben, das eine und das andere sortieren. Weil es gibt zwei Punkte, über die wir reden wollen. Das eine ist der Friedensschluss, das andere werden die Waffen sein. Dann bleiben wir bei dem Friedensschluss, Frau Wagenknecht. Also erst einmal, das, was Sie erwähnen, darüber gibt es so viele Berichte und so viele unterschiedliche Interpretationen. Gerne listen wir das mal in einem Faktencheck auf. Aber es gab noch keine Vereinbarung, das muss man festhalten. Und es ist danach bekannt geworden, die Massaker in Butscha. Für die ukrainische Seite möglicherweise ein Grund, weshalb dann auf der Linie damals im März 2022 nicht weitergegangen wird. Aber noch entscheidender, und das würde ich Sie gerne fragen, es gibt eine Umfrage, wenn man sich mal anschaut, was die Ukrainer wollen, und das wäre ja vielleicht dann doch für eine demokratische Politikerin etwas, worüber man reden muss. In der Ukraine, die ist gerade jetzt eine Woche alt oder ein paar Tage, 88% würden einen Waffenstillstand nur dann akzeptieren, wenn es einen kompletten Rückzug gibt, der Russen aus der Ukraine. 95% würden weiterkämpfen, selbst wenn es dauerhafte Bombardierung gibt. Und 89%, also fast 90%, sagen, wir würden sogar weiterkämpfen, wenn es einen Nuklearschlag gibt. Haben Sie denn keinen Respekt vor diesen Leuten, die ihr Leben opfern wollen? Jetzt stellt der Baum die Frage, aber meine wäre ähnlich gewesen. Selbst nach ukrainischen Angaben
etwa 12.000 junge Männer an der Grenze festgehalten und dann natürlich entsprechend auch inhaftiert wurden. Die wollten fliehen. Die wollten nicht ihr Leben begeistert in der Front opfern. Also das ist durchaus differenzierter, ob die Umfrage in einem Staat im Kriegszustand so adäquat ist, würde ich mich auch fragen. Ich meine, der Ukraine aktuell, es sind alle, die ganze Presse ist unter Zensur. Die alternativen Fernsehsender sind verboten, die alternativen Parteien sind verboten. Also ob in so einer Situation jetzt wirklich eine authentische Umfrage zustande kommt, ich weiß es nicht. Aber ich finde, wir müssen doch auch wir sind gerade bei der Ukraine. Sie haben gerade geredet über das, was die Ukraine eben auch an Verlusten hat. Deswegen nochmal, soll die Ukraine kapitulieren, lieber an diesem Moment? Verhandeln ist doch nicht kapitulieren. Verhandeln heißt, man setzt sich zusammen und sucht Kompromisse und findet hoffentlich einen. So, jetzt Herr Baum. Und das war im Frühjahr schon relativ weit. Sie mit den Nazis Herr Baum, jetzt bitte an Sie. Da kommen Sie immer mit Ihren Nazi-Vergleichen. Der Holocaust ist eine singuläre. Ich rede nicht über die Nazis, über den Holocaust. Doch, Sie haben über die Nazis. Ich rede über Churchill 1940. Ganz auseinander. Herr Baum, darf ich Ihnen eine Frage stellen dazu? Die meisten Kriege sind am Verhandlungstisch beendet worden. Ja. Sogar in Afghanistan haben aber auch mit, Gott sei Dank, mit Niederlagen. Die Nazis hatten eine große Niederlage, Gott sei Dank. Darf ich Ihnen eine Frage dazu stellen? Ja. Danke. Wenn man sich diese Worte anhört, und es gibt ja tatsächlich eine Bewegung, es gab Verhandlungen hinter den Kulissen, Butscha ist passiert, es wurde sich zurückgezogen, es gibt aber auch die Sichtweise, dass die USA und die Briten vor allem kein Interesse daran hatten, dass eben ein früher Friedensschluss kommt. Wie könnte denn eine internationale Initiative aussehen, Ihrer Meinung nach, die heißt, wir möchten sehr schnell diesen Krieg beenden, damit nicht noch sehr viel mehr Menschen sterben? Hat die im Moment eine Chance? Ich frage mich immer wieder, wie kann eine internationale Initiative sich auf Putin verlassen? Mhm. Und er entscheidet. Er entscheidet. Ich habe Furcht vor einer Situation, dass wir die russische Aggressivität wieder unterschätzen, wie wir das schon einmal gemacht haben. Und ich habe keine Angst vor irgendwelchen Drohungen von Putin. Also diese Drohung mit den Atomwaffen halte ich für nicht gegeben. Die ganze Welt, die anderen Staaten, die neutralen Staaten und alle, haben gesagt, mach das nicht, du isolierst dich. So stark ist der Mann nicht. Und wir müssen mal wirklich auf Russland gucken. Was passiert eigentlich im Inneren Russlands? Das ist doch nicht Putin. Es gibt auch eine Zeit nach Putin. Wird er zugeben, dass er seine Kriegsziele nicht erreicht hat? Das Kriegsziel ist die Vernichtung der Ukraine. Alles sehr komplex und alles sehr. Und warum hat er denn damals angeboten, sich zurückzuziehen, wenn es wirklich darum ginge, die Ukraine zu vernichten? Das ist doch ganz nicht sicher, ob er das getan hat. Aber es ist doch jeden Abend erzählt er im Fernsehen, man die Ukraine doch, muss vernichtet werden. Ich will werden. Doch auch nicht, dass man irgendwie Putin vertraut. Aber wenn der Westen gar kein Angebot macht, man könnte ein Kompromissangebot machen. Der Westen? In erster Linie muss die Ukraine ein Angebot machen. Der Westen ist jetzt inzwischen so stark involviert in diesen Krieg, dass wir auch eine Verantwortung haben. Welches Angebot machen Sie denn? Angebot Neutralität und ein Einfrieren zunächst mal der Frontlinie, weil dann danach verhandeln über das Schicksal des Donbass und über das Schicksal der Krim. Ich meine, wie war das nach dem Zweiten Weltkrieg? Deutschland hat massiv verloren. Trotzdem, also das Beispiel will ich noch mal nennen. Deutschland hat diesen Krieg verloren. Trotzdem gab es 10 Jahre nach Kriegsende im Saarland eine Volksabstimmung und da haben die Leute sich entschieden und konnten sich frei entscheiden für Deutschland. Natürlich wäre das ein Modell auch für den Donbass, eine international beaufsichtigte Abstimmung. Aber und die darüber Krim? Muss man verhandeln. Was machen Sie mit der Krim? Eins nach dem anderen. Bevor Sie jetzt wieder vom Donbass zur Nazi-Zeit kommen, bleiben wir beim Donbass. Ist das ein Vorschlag, von dem Sie glauben, der hätte Aussicht auf Erfolg? Also ich kann die Ukraine verstehen. Wie kommen eigentlich die Russen dazu, mit Söldnern, bezahlten, korrupten Leuten den Donbass zu regieren? Und auch zu zerstören in einem Krieg. Wie kommen Sie dazu, einem souveränen Staat der Ukraine zu verordnen, dass das neutral sein muss? Wollen Sie im Ernst, damit die Ukraine NATO-Mitglied werden kann, in Kauf nehmen und auch verantworten, dass dort Was ist denn so schlimm an der NATO? Es geht doch nicht darum, ob wir das gut oder schlecht finden. Es geht darum, was ist ein Weg, diesen Krieg zu beenden. Okay. Und wenn das ein Weg wäre,
hunderttausende Menschenleben zu retten, dieses Land wieder aufzubauen. Ich meine, da ist ja irgendwann nichts mehr Glauben übrig. Sie denn, der Putin und natürlich sich darauf vor allem auch ein Weg wäre, die Gefahren für uns, das sage ich auch ganz offen. Natürlich ist eine Gefahr, dass der Krieg groß ist. Der UN-Generalsekretär, der ist ja nun auch nicht jemand, der irgendwie Putin-Propaganda verbreitet. Der hat gesagt, die Welt ist zurzeit in Gefahr, mit offenen Augen in einen großen Krieg hineinzugehen. Natürlich besteht die Gefahr. Und die Gefahr besteht doch nicht nur, weil Putin droht. Das aber das ist das zweite Argument. Mit Verlaub, wir wechseln jetzt mal die Seiten. Sie haben erst gesagt, wir müssen gucken, dass dieser Krieg aufhört, Waffenstillstand. Jetzt sagen Sie, es ist eine Gefahr für uns. Wir nehmen das Argument auf. Ja. Ich unterfütter das mit dem, was ich unterfütter das mit etwas, was Präsident Putin gesagt hat. Und er hat es getan anlässlich der Schlacht von Stalingrad, also gerade eben jetzt Anfang Februar. Er hat auf die Ankündigung Deutschlands reagiert, deutsche Kampfpanzer in die Ukraine zu tun. Und er hat es eben mit einer historischen Parallele getan. Unglaublich. Unglaublich. Unglaublich, aber eine Tatsache. Erneut bedroht man uns mit deutschen Leopardpanzern, auf denen Kreuze prangen. Und wieder will man auf ukrainischem Boden gegen Russland kämpfen, mit Hilfe der Hitler-Nachfolger in der Ukraine. Eine Unverschämtheit. Ich als Deutscher habe hier eine. Wir haben mitgewirkt, hier eine geglückte Demokratie aufzubauen. Und er beschuldigt uns, Nazis zu unterstützen. Also das ist wirklich unglaublich. In Russland gibt es Stalin-Denkmäler wieder. Bei uns gibt es kein Hitler-Denkmal. Ja? Wir haben unsere Vergangenheit verarbeitet. Und der Mann wirft uns vor, uns allen, wir würden in den Spuren der Nazis wieder gegen Russland drehen. Unglaublich. Und das glaubt ein Teil der Russen. Würden Sie das bitte kommentieren, Frau Wagenknecht? Weil es historische Traumata erregt, dass ausgerechnet deutsche Panzer dort im Einsatz sind. Und ich muss sagen, ich finde auch die ganze Debatte im Vorfeld dieser Panzerentscheidung, die war schon sehr seltsam. Also am Anfang wurde unheimlicher Druck aufgebaut. Wir hatten das ja vorhin angesprochen. Die Polen haben gesagt, wir wollen unbedingt liefern. Und alle möglichen anderen wollten unbedingt Panzer liefern. Und es wurde Deutschland unter Druck gesetzt. Dann haben auch die Amerikaner gesagt, ja, wir liefern auch. Und dann hat Scholz gesagt, okay, wir liefern. So, und jetzt guckt man sich mal die Gemengelage an. Effektiv ist es so, dass kurzfristig nur die Deutschen liefern. So sieht es zurzeit aus. Ausgerechnet und nur die Deutschen. Die amerikanischen Panzer kommen frühestens Ende des Jahres, vielleicht erst im nächsten Jahr. Die Polen sind auf einmal ganz ruhig, die Spanier ganz ruhig. Mhm. Die Österreicher und die Griechen haben gesagt, wir liefern garantiert gar nicht. Frankreich hat sich auch nicht festgelegt. Ja. Und gerade Deutschland ist jetzt quasi Vorreiter. Und heißt und was? Wir liefern Panzer, die auf russische Soldaten schießen sollen. Und ich finde das angesichts Wenn es den Ukrainern hilft. Ja, aber es hilft ihnen doch nicht. Wir beenden den Krieg doch dadurch nicht. Wir beschleunigen auch nicht ein Ende des Krieges, eben weil die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann. Ja, woher wissen Sie das eigentlich? Also weil ich führenden Militärs glaube. Ich spiele mich nicht auf als möchte gern Militär. Das ist zwar in Deutschland üblich geworden, dass Leute, die noch nie einen Panzer von innen gesehen haben, ganz genau wissen, wie die Ukraine jetzt diesen Krieg gewinnt. Ich will das behaupte nicht von mir, dass ich da Ahnung habe. Aber ich höre zu, was Militärs sagen. Und wenn der führende General der USA sagt, keine Seite kann gewinnen. Wenn in Deutschland Herr Kujat sagt, Herr Wart, zwei ehemalige Generäle sagen, keine Seite kann diesen Krieg gewinnen. Wir müssen verhandeln. Ja. Wenn die Rand Corporation sagt, keine Seite kann gewinnen, wir müssen verhandeln. Dann nehme ich das ernst. Das ist jetzt wieder das andere Argument. Ein wichtiges Argument, dass die Militärs warnen vor der Eskalation. Also andere nicht. Aber vielleicht haben die weniger Ahnung von militärischen Dingen. Wir wollten gerne auf die Frage eingehen, und das wäre jetzt mein Punkt gewesen, werden wir zur Kriegspartei, wenn wir jetzt zum Beispiel nach den Kampfpanzern auch Kampfjets liefern, werden wir in diesen Krieg, das überfallen worden ist. Werden wir in diesen Krieg hineingezogen? Frau Wagenknecht hat gesagt, also eigentlich will die Ukraine die NATO hineinziehen. Werden wir das in diesen Krieg wird die NATO nicht tun. Das wird die NATO nicht tun. Und außerdem, was soll... Im Grunde geht es doch jetzt darum, zu fragen, gibt es eine solide Basis für einen
Frieden. Und wenn Sie die Ukrainer sehen, um die geht es ja wirklich, nicht die kämpfen um den Erhalt ihres Staates und um den Erhalt der Demokratie. Das ist keine korrupte Gesellschaft. Ich war oft genug da und jetzt ist eine Demokratie aufgebaut worden. Waren Sie schon mal da, Frau Wagenknecht? Von unten. Nein, aber ich weiß genau, was zum Beispiel der Europäische Rechnungshof gesagt hat, was Transparenz, der Europäische Rechnungshof, was die UN gesagt hat. Vieles, nicht über viele Staaten. Also man kann das natürlich alles abwerten, aber ehrlich gesagt, die Korruption in der Ukraine zu leugnen, finde ich jetzt wirklich auch angesichts der Also Sie halten die Ukraine nicht für einen demokratischen Staat. Glauben Sie, der Putin würde akzeptieren an seiner Grenze eine neue Demokratie, Ukraine, die wirtschaftlich mit unserer Hilfe aufblüht? Das fürchtet er. Er fürchtet die Freiheit. Wenn dieser Krieg noch ein, zwei Jahre weitergeht, blüht da gar nichts mehr. Er fürchtet sein eigenes Volk. Das Problem. Da blüht doch nichts mehr. Da wird doch alles kaputt gemacht. Darf ich eine Frage noch mal stellen an Herrn Baum, weil wir da gerade stehen geblieben sind? Ja. Wir reden jetzt über Kampfjets. Das heißt, die Briten bilden die Piloten aus. Herr Selenskyj hat gesagt, wir brauchen die Flügel für die Freiheit. Ich wollte nur wissen, ob es für Sie sozusagen in der Unterstützung der Ukraine eine Linie gibt, wo Sie sagen, das können wir nicht tun. Denn dann sind wir tatsächlich, und Sie haben ja gesagt, die NATO soll nicht Teil des Krieges werden, dann sind wir Kriegspartei. Wo ist Ihre Linie? Also ich bin kein Militär, ich weiß das nicht, in welcher Weise Kampfjets da wirken. Ich habe gewisse Zweifel, Herr Feldenkirchen, andere haben Sie ja geäußert, aber ich kann das nicht entscheiden. Ich möchte, dass wir nach besten Kräften die Ukraine unterstützen, politisch, wirtschaftlich und auch militärisch. Und das ist auch ein Stück Freiheitsverteidigung. Wo soll das enden? Denn der Putin... Der Putin hat die ganze Welt in Brand gesetzt. Gucken Sie sich mal an, was passiert. Er hat die Nachkriegsordnung ins Wanken gebracht. Er hat das Völkerrecht in Wanken gebracht. Er sitzt im Sicherheitsrat und droht uns, die wir die Charta der Vereinten Nationen verteidigen, mit Atomwaffen. Er hält sich leider von vielen Mitfüßen getreten nicht an humanitäre Abkommen. Frau Wagenknecht, er ist ein Kriegsverbrecher nach dem internationalen Recht. Angriffskrieg befiehlt, ist ein Kriegsverbrecher, Der Krieg gegen die Zivilbevölkerung ist ein Kriegsverbrechen. Ja, die meisten Kriege sind immer auch gegen die Zivilbevölkerung. Ich meine, was war denn im Irak, was war in Jugoslawien, in Libyen, in Afghanistan? Alle Kriege sind ein Verbrechen. Aber gerade wenn man sagt, ein Krieg ist ein Verbrechen und die Zivilbevölkerung leidet furchtbar, dann muss man doch alles dafür tun, diesen Krieg jetzt zu beenden. Und wir beenden die nicht mit immer mehr Waffen. Warum gab es denn mal die deutsche Staatsdoktrin, in Kriegsgebiete keine Waffen zu liefern? Aus der Erkenntnis heraus, dass man Kriege damit nicht beendet, sondern verlängert. Das war klug damals. Nehmen Sie mal das Argument. Wir machen jetzt riesige Fehler, wenn wir diesen Weg weitergehen. Das Argument auf, beenden wir diesen Krieg mit mehr Waffen. Das ist ja ein Argument, über das man reden kann. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass die UNO keine pazifistische Vereinigung ist, die nur Resolutionen verabschiedet? Die UNO hat etwa 40, 50 robuste Einsätze mit Waffengewalt, die Menschenrechte zu schützen. Das ist UNO-Doktrin. Ja, aber auch wir reden nicht wehrlos als Demokratien. Ne? Wir reden hier über einen Krieg, auf jeden Fall nicht mit der UNO jetzt beendet werden kann, sondern nur durch Verhandlungen beendet werden kann. Auch unter Oberaufsicht der UNO sehr, sehr gern. Die UNO versucht eine Rolle zu spielen. Dafür muss man bereit sein, zu Kompromissen und zu einem Kompromissfrieden. Wenn man das nicht ist, wenn man überhaupt kein Ziel definiert. Das Ziel ist Frieden. Frieden und Freiheit. Ja, aber das Ziel ist Frieden und sie liefern Frieden Waffen. Freiheit, also ich meine, das zusammen. Ist doch nicht besonders rational. Wenn die Einschätzung stimmt, gäbe es einen Frieden, wenn, ich greife jetzt nochmal auf, was Frau Wagenknecht vorher gesagt hat, glauben Sie, es gäbe einen Frieden, wenn man jetzt einfriert? Den Stand der Front mal angenommen, das würde gelingen, angenommen, Putin wäre zu Verhandlungen bereit, angenommen, die Waffen würden sofort schweigen. Glauben Sie, es gäbe einen Frieden auf Basis dessen, was da ist? Ich weiß es nicht. Also es deutet ja einiges darauf hin, dass der Krieg einfriert, nicht? Dass ein Abnutzungseffekt stattfindet. Ich weiß es nicht. Bitte gucken Sie noch mal auf Russland. In Russland gibt es wichtige Stimmen, auch im Umkreis von Putin, die sagen, was haben wir eigentlich von dem Krieg? Was haben wir davon? Was passiert da eigentlich? Ein Mann, der sich verirrt in eine Ideologie, zieht uns in den Niedergang, auch unseres eigenen Staates. Und die Chinesen stehen ja dabei, die unterstützen ja nicht.
Sie hätten ja längst Waffen liefern können. Die Welt guckt sehr skeptisch auf Putin. Sie fühlt sich gestört. Die Werteordnung ist in Unordnung geraten. Und im Grunde gehört da, wenn man sich zum Beispiel andere Länder wünschen sich Friedensinitiativen. Der brasilianische Präsident Lula hat versucht, Scholz zu überzeugen, dass man jetzt auf Verhandlungen setzt. So, heute Abend spricht Scholz mit Macron und Zelensky. Wir werden gucken, was daraus kommt. Ich habe festgestellt, ein Jahr nachdem Sie das erste Mal hier zusammengetroffen sind, sind die Sichtweisen da, wo Sie vorher waren. Eine kurze Frage noch an Frau Wagenknecht, weil es gerade das Gerücht gibt, Sie wollen eine neue Partei gründen, weil die Linken nicht da sind, wo Sie sie gerne hätten. Haben Sie schon einen Namen für diese Partei? Nein, und ich glaube, das ist heute auch nicht der richtige Platz, das zu diskutieren. Ja, aber die Frage, ob Sie eine haben wollten, wäre schon gut. Wollen Sie eine neue Partei gründen? Also ich wünsche mir, dass diejenigen, und das ist ja nach Umfragen die Hälfte der Bevölkerung, die sich auf jeden Fall wünscht, dass es auf Diplomatie gesetzt wird, auf Verhandlungen. Wollen Sie eine Partei gründen? Ach, wissen Sie, das ist doch jetzt wirklich nicht das Thema heute. Also wirklich, zurzeit bewegt mich etwas anderes. Zurzeit bewegt mich, was wir auch in Deutschland tun können, um mehr Druck zu erzeugen. Frau Wagenknecht, aber dann sagen Sie doch ganz einfach, ich will keine Partei gründen, dann ist die Diskussion vorbei. Ich wünsche mir, dass wir in Deutschland wieder eine starke Friedensbewegung bekommen. Und die gründen Sie oder nicht? Auf der Straße mehr Druck gibt. Und da tue ich zurzeit etwas dafür. Okay, also Sie und da möchte ich mich auch beteiligen, weil ich das für ganz wichtig halte, dass tatsächlich die Hälfte der Bevölkerung, die wollen Sie eine Partei ein für diese Krieges Hälfte der wünscht, Bevölkerung gründen stärker oder nicht? Öffentlich Gewicht hat. Wollen Sie eine Partei gründen? Ach, wissen Sie, Frau Maischberger, wenn ich das irgendwann mal tue, werden Sie es garantiert erfahren. Gut, Herr Baum, also nächstes Jahr, ich nehme Sie, Herr Baum, Sie sind nächstes Jahr, nein, wir haben nachgeschaut, Sie sind nächstes Jahr sind Sie 70 Jahre in der FDP und man kann wirklich sagen, in guten und in schlechten Zeiten würden Sie, Frau Wagenknecht, raten, aus Ihrer Erfahrung heraus eine neue Partei zu gründen? Nein. Okay. Kurz und schmerzlos, vielen Dank. Danke, Gerhard Baum, vielen Dank, Sarah Wagenknecht und gerne wieder beide hier zu Gast und diskutieren.